Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Weltkugel rund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch lebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es hilft nur der Schluss, es kommt schließlich alles, wie kommen es muss. Guten Abend. Guten Abend zur so und so vielten Friedensmahnwache. Ich weiß es gar nicht, wie viel das ist. Es ist mir auch egal, es werden noch einige mehr sein und wir haben keinen Countdown. Wir haben auch keinen Wettkampf. Von dem her kann uns eigentlich die Zahl ziemlich wurscht sein. Ich freue mich, dass Menschen da sind. Ich freue mich, dass viele Menschen da sind. Es wird kälter, es wird dunkler. Winter is coming. Wir rutschen ein bisschen näher zusammen und wärmen uns gegenseitig. Danke an die Polizei, dass sie anwesend ist und mit einem wachsamen Auge auf uns schaut. Ich schaue ja doch hin und wieder in die Zeitungen. Ganz abgewöhnen kann ich es mir nicht. Und ich habe heute im Standard, auf Standard.at, habe ich ein Interview gelesen von einem Russland-Experten, der aber eigentlich für einen Think Tank arbeitet, der von großen amerikanischen Firmen bezahlt wird. Das hat mich irgendwie ein bisschen zornig gemacht und ich habe mir dann gedacht, ich werde da jetzt gleich einen Beitrag schreiben darüber und da eine Rede halten, um meinen Zorn ein bisschen rauslassen zu können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich ein bisschen weiter gedacht habe und vor allem auch, weil ich mir das, den Twitter-Account von diesem Journalisten angeschaut habe, der diesen Artikel gebracht hat, der dieses Interview geführt hat. Und der freut sich drüber, dass die Kommentarspalten heiß laufen unter seinem Artikel. Und der freut sich darüber, dass sich kritische Menschen darüber aufregen. Für ihn sind das Sowjetkampfposter. Und ich habe mir dann gedacht, ich werde ihm diesen Gefallen nicht tun und da jetzt ein elendslanges Pamphlet gegen ihn loslassen. Beim Zeitunglesen habe ich mir dann gedacht, wenn man sich das alles so anschaut, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass es richtig scheiße ist momentan. Ist es ja auch. Aber ist es nur scheiße? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mal, dass im Irak oder in Syrien nur Elend ist. Es ist sehr viel Elend, aber ich bin mir sicher, dass es dort auch noch Menschlichkeit gibt, dass es dort noch Nächstenliebe gibt, dass es dort noch Barmherzigkeit gibt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn die Medien vielleicht auch das transportieren könnten. Ich finde, die sind ja prinzipiell nicht abzulehnen, ja, so wie Fernsehen. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Fernsehen großartig sein könnte. Ich bin sogar der Meinung, dass man mit dem Fernsehen innerhalb von einem Jahr die Welt massiv verändern könnte. Man könnte die Gesellschaft verändern. Man könnte einen riesen Bewusstseinssprung alleine nur durch die Flimmerkisten herbeiführen. Wenn es gewollt wäre. Wir brauchen Fernsehpiraten, genau. Aber das Problem ist halt, dass der momentane Ist-Zustand für viele der beste Zustand ist und sich einfach viele Menschen da nicht drüber hinwegsetzen wollen oder sich nicht drüber hinwegsetzen können. Und wir hier bei der Wiener Mahnwache, aber auch bei allen anderen Friedensmahnwache wollen unseren Beitrag leisten, damit unsere Gesellschaft sich verbessern kann, dass wir es vielleicht schaffen, wirklich mal eine kooperative Gesellschaft aufzubauen, wo Nachhaltigkeit gelebt wird und nicht nur in irgendeinem Werbeprospekt vom Bilder drin steht.